Als der große, mächtige und einzigartige Fürst Sauron das Land Mordor für sich beanspruchte, formte er auch die Hänge des Orodrui neu und es entstanden die Samadnauer, die Kammern des Feuers. Tief in den Samadnauer, zwischen den Feuern und der Dunkelheit, schuf der dunkle Herrscher in seiner Schmiede den einen Ring. Der eine, der sie alle knechten sollte. Klug und listig wie er war, zog er den einen Ring an und führte mit seiner neuen Macht Krieg gegen die Elben, um sich die sieben und die neun Ringe zu holen. Dann zog Sauron durch Run und Harad und gab sechs der neun Ringe an König und Häuptlinge, um sich Völker und Armeen untertanen zu machen. Sieben für die Zwergenfürsten, tief in ihren Hallen. Drei der neun Ringe waren übrig, und die gab er an die Numenora, groß und mächtig, die ihm schon seit Urzeiten treu gedient hatten. Dann stellte sich Sauron auf die Spitze von Barad-dûr als rechtmäßiger Herrscher. Er hob den einen Ring gen Himmel, sprach dunkle Worte, und es erschien ein Ring aus Schatten und Sturm um die Spitze des Turms. Durch den erhobenen Ring wurden die neun Könige von ihren Thronen zum dunklen Turm gerufen. Und sie wurden zu Geistern und treue Diener meines Herrn. Die neun Könige warfen sich vor ihren neuen Herrn und Meister zu Boden, einer nach dem anderen, denn sie waren nun Nazgul, Ringgeister, und sie alle waren fasziniert von der Macht des einen Rings. Die neuen Nazgul waren nicht mehr die, die sie einst waren. Ihre alten Namen gerieten in Vergessenheit. Ihre Titel und Throne wurden zu Staub. Sie würden sich neue Namen verdienen in den Diensten von Sauron. Die Ostling-Häuptlinge wurden zum Fluch von Run, zum Leid von Khand und zum verfluchten Reiter. Ihre Ringe sind Sakla, der grausame Adash, der Feindmacher, und Orom, der Kriegstreiber. Die Südländer wurden als der Erzzauberer der Harad, der einsame Schnitter und der grimmige Südländer bekannt. Ihre Ringe sind Juru, der Bote der Trauer, Mebat, der Freudefresser, und Kanto, der Schmerzbereiter. Die Numenora-Könige wurden zur schwarzen Klinge von Lebenen und dem Düsteren aus Nurn, mit den Ringen Sabtan, dem Narrenstein, und Nithir, dem Stich des Schreckens. Der Herr der Nazgul, der über die Zaubermacht des Rings Uri verfügt, dem Herzstopper, erhielt den Namen Hexenkönig von Angmar. Und das ganz zu Recht, denn Angmar erzitterte unter seinem zornerfüllten Blick. Und so wurden die Nazgul erschaffen, die mächtigsten Diener des großen Fürsten Sauron. Jeder besaß seine eigene Feste in Mordor, aber in Minas Morgul kamen sie zusammen. Eine grausame und furchteinflößende Truppe.